Hey Leute, wie ihr vielleicht schon erkennen könnt oder auch nicht, stehe ich gerade vor meinem Kleiderschrank. Das liegt daran, dass ich gleich eine Kleiderschranktour machen werde, also euch so ein bisschen zeige, was sich so in meinem Kleiderschrank befindet, wie so die Ordnung ist, ob überhaupt eine Ordnung existiert. Aber ich habe den auch erst aufgeräumt vor kurzem und ich dachte, den Moment muss man mal nutzen, denn mein Kleiderschrank ist sonst nicht so aufgeräumt. Das sage ich gleich mal im Vornherein dazu. Und es tut mir übrigens leid, dass letzte Woche kein Video kam. Es liegt daran, dass ich normalerweise meine Videos immer so Donnerstag, Freitag drehe und am Wochenende schneide. Und dann schaffe ich das auch bis Dienstag, die halt fertig zu bekommen. Aber irgendwie habe ich letzte Woche eben vergessen, die Donnerstag oder Freitag zu drehen und deswegen habe ich es halt nicht mehr geschafft. Ich hoffe, ihr wart nicht so enttäuscht, aber deswegen kommt ja heute ein Video. Okay, das hat keinen Sinn gemacht, aber egal. Ich hoffe, das Video wird euch gefallen und ihr findet es interessant, mal so in meinen Kleiderschrank reinzuschauen. Und ja, viel Spaß beim Video. So, das ist jetzt die erste Hälfte meines Kleiderschranks. Der ist von Ikea. Und zwar aus so einer platzsparenden Reihe. Also der ist nur 35 cm tief. Man sieht das jetzt vielleicht nicht. Aber ihr seht auf jeden Fall, dass die Kleiderstange nach vorne ragt und nicht so horizontal ist, wie das eben normalerweise üblich ist bei Kleiderschränken. Auf jeden Fall habe ich zusätzlich zu dieser nach vorne ragenden Kleiderstange, die eigentlich schon platzsparend ist, noch solche Platzsparkleiderbügel. Das zeigt ihr euch mal. Ich glaube, viele kennen die sicherlich, also es sind einfach so Kleiderbügel, wo vier Kleiderbügel nochmal dranhängen. Das heißt, man kann die nach unten hinhängen und hat halt viel mehr Platz. Das ist halt ideal, wenn man einen kleinen Kleiderschrank hat, aber eigentlich viele Klamotten. Und ja, ich glaube, ich lege einfach mal los und beschreibe euch so ein bisschen das Ordnungssystem, sofern ich eins habe. Also ihr seht ja schon vielleicht ein bisschen, dass ich das nach vorne sortiert habe auf den Bügeln. Also das ist jetzt so der weiße Bügel und das ist eher so das Klassische jetzt hier. Also hier habe ich so einmal dieses weiße Hängerchen, was ich in meinem letzten Haul übrigens gezeigt habe. Dann hat noch so ein bisschen was mit Spitze, zwei verschiedene Oberteile und so eine Blümchenbluse. Also alles, was so ein bisschen klassischer, eleganter ist, was aber eben weiß ist. Der nächste Bügel ist eher, also ist auch ein weißer Bügel noch, aber es ist schon mehr in die Richtung alltagstauglich bzw. halt sportlich. Also einmal zum Beispiel, okay, das Hängerchen ist immer noch ziemlich klassisch, aber hier habe ich dann noch zwei relativ basic T-Shirts. Einmal halt das ganz normale von Zara, so ein weißes, und dann einmal mein Feminism-T-Shirt. Ich liebe das total. Das haben zwar total viele und immer wenn die Jungs das lesen, die kritisieren das dann immer, aber ich liebe das trotzdem total. Und dann ganz unten ist noch meine weiße Bluse, die man nicht sehen kann und das sieht total komisch aus, gerade wie ich das halte, aber egal. Der nächste Bügel, Moment. Auf dem nächsten Bügel befinden sich so meine Flanellhemden. Also ich drehe das immer mal so um, da seht ihr das besser. Also ich habe drei verschiedene Flanellhemden an sich. Also einmal das grüne, das rote und das braun-blaue, karierte. Und ich finde Flanellhemden irgendwie total cool, weil man kann die irgendwie zu vielen Basic-Sachen kombinieren und es sieht trotzdem ziemlich cool aus, also vom Look her. Und dann ist halt einfach noch so eine Azteken-Print-Bluse dazwischen, die ich aber irgendwie nicht so oft anziehe. Geht total auf der Arme, die hochzuhalten. Warum habe ich mir das angetan? Okay, nächster Bügel. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal alle durch. Und der nächste Bügel ist ein schwarzer Bügel. Wie gesagt, ich sortiere das eigentlich meistens so nach Farben, nicht so nach Art von Kleidungsstück, sagen wir mal so. Also das ist jetzt ja einmal so ein Rock. Ich glaube, das sieht man alles gar nicht auf der Kamera, weil es so schwarz ist. Also ist auf jeden Fall ein Rock. Dann so eine normale schwarze Bluse, also wie die weiße vor uns, nur halt in schwarz. Dann so ein Crop Top. Ich zeige die euch jetzt nicht alle im Detail, sonst dauert das viel zu lange. Und wie gesagt, ich glaube, viele Kleidungsstücke davon müsstet ihr auch schon kennen. Und dann einmal so eine Bluse, die habe ich von Monki damals. Ich habe die mal eine Zeit lang total gerne angezogen, aber irgendwie jetzt gar nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall, ja, das war mein schwarzer Bügel. Und ja, jetzt ist so ein random Bügel, also da ist eigentlich so alles drauf, was irgendwie nicht so richtig einsortiert werden kann. Einmal so ein pinkes, das habe ich letztens erst gekauft bei Primark. Gefällt mir eigentlich total gut, also ich mag die Farbe sehr gerne. Dann so ein dunkelblaues Basic T-Shirt noch und irgendwie so ein graues, das habe ich mal, das wollte ich eigentlich schon wegwerfen oder halt in die Altkleidersammlung geben, aber irgendwie habe ich es dann doch nochmal angezogen und fand es eigentlich ganz schick. Also ich werde mal sehen, ob ich das in nächster Zeit nochmal anziehe. Und der letzte Bügel ist vielleicht auch ganz interessant. Chaos. Ich halte es so ein Stück weit hoch. Also das ist so ein Bügel, da sind, also da ist so ein Hängerchen dran, das gibt es glaube ich in Schmuckgeschäften zu kaufen.
wo man eben so seinen Schmuck dranhängen kann. Also ich habe da weiter unten so meine ganzen Ketten dranhängen. Und hinten sind auch nochmal so Fächer, wo man Ohrringe oder sowas reintun könnte. Finde ich eigentlich ganz praktisch. Und ja, ich mag das auch nicht, wenn man Ketten oder so in Boxen tut, weil die dann immer so verheddern. Und das ist nicht cool. Also finde ich schon sehr gut die Lösung. So, ich habe jetzt einfach mal runtergeschwenkt. Also ihr müsst euch vorstellen, da oben war das, was ich uns vor uns gerade eben gezeigt habe. Und hier unten kommt jetzt der Rest, also was alles gefalten werden kann, also zusammengelegt werden kann. Wo ich eigentlich kein Fan von Zusammenlegen bin. Also ich finde das immer nervig, wenn man Dinge rausnimmt und dann doch nicht anziehen will und dann wieder zusammenfalten muss. Auf jeden Fall sind hier erstmal so meine kurzen Hosen, die ich ja jetzt in letzter Zeit öfter trage, logischerweise, weil Sommer ist. Ich zeige die euch jetzt nicht im Detail, es sind halt kurze Hosen. Hier sind meine längeren Hosen und Leggings und halt alles, was an Hosen bis zum Knöchel geht. Dann habe ich hier noch meine Pullover, die ich halt erstmal in letzter Zeit nicht so oft angezogen habe, weil logischerweise ist ja viel zu warm dazu war. Deswegen liegen die hier. Also ich glaube, sonst im Winter werde ich die auch mit auf die Bügel hängen, damit ich die einfach besser sehen kann und so. Und hier oben habe ich, ich glaube, das seht ihr nicht so gut, aber sind noch so die, ja, schon die auch langärmlichen Oberteile, aber die jetzt nicht so sehr warm sind. Also die ich schon auch in letzter Zeit mal angezogen habe. Ja, und hier sind jetzt noch alle möglichen Oberteile, die ich nicht aufgehangen habe, weil ich keinen Platz mehr dafür habe oder die einfach nicht knittern. Genau. So, das ist jetzt hier die zweite Seite von meinem Kleiderschrank und die ist eigentlich im Prinzip ja genauso aufgebaut. So, das ist jetzt hier mein roter Bügel. Wie gesagt, ich hänge da auch einfach Röcke mit auf Bügel, weil die bei mir immer so schnell knittern. Also ich habe hier einmal diesen hellroten Rock, den kennt ihr schon aus meinen Lookbooks. Ja, ansonsten ist halt einfach noch andere rote Oberteile und dieses T-Shirt, was ich über alles liebe. Und ich werde das auf jeden Fall im Herbst so oft tragen, weil ich Bordeaux-Rot erstens für den Herbst total klasse finde und zweitens, das habe ich auch schon im Haul, glaube ich, gesagt, dass der Stoff ist einfach, der ist so toll. Ich mag das, wenn T-Shirts so einen schönen Stoff haben, sonst ich dort einfach nur so einkuscheln will. Auf dem nächsten Bügel befinden sich meine Jeans-Blusen, also davon habe ich drei verschiedene. Einmal so eine mit Blümchenmuster, die habe ich aber auch total lange nicht mehr angehabt irgendwie. Dann diese dunkle, die kennt ihr sicherlich auch schon, die habe ich total oft an. Und so eine hellere, die eigentlich von der Farbe her total schön ist, aber die so ein bisschen oversized ist und deswegen sieht man da immer so dreimal so breit aus und deswegen ziehe ich die irgendwie nicht so gerne an. Und weiter unten ist dann noch dieses Tunika-Hängerchen-Ding, was ich wahrscheinlich viel im Urlaub wieder tragen werde. Und übrigens, ich fahre bald wieder in den Urlaub, es sind noch 25 Tage und ich freue mich total. Ich werde auf jeden Fall wieder vloggen, also die Kamera mitnehmen und einfach ein bisschen filmen. Auch wenn der letzte Vlog nicht so mega gut angekommen ist, also ihr habt den ja nicht so oft angeschaut. Ich finde es einfach für mich auch eine schöne Erinnerung. Ich habe mir jetzt oft nochmal meinen Urlaubsvlog angeguckt, einfach um nochmal ein bisschen so Vorfreude aufzubauen. Und ja, ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr schön, einfach so eine schöne Erinnerung zu haben. Also könnt ihr euch darauf schon mal freuen. Hier weiter mit dem nächsten Bügel. Das ist einmal dieser hier. Da ist einmal so ein Blümchenkleid drauf, was eher so für den Sommer ist. Also es ist auch ziemlich, ja, luftig. Also man muss ein bisschen aufpassen, wenn da ein Windstoß kommt, kann das schon mal sein, dass man da ein wenig den Marilyn Monroe-Effekt hat. Und dann so ein Jeanskleid, das habe ich eigentlich schon vor lange, aber ich habe es letztens mal wieder angehabt und es gefällt mir sehr, sehr gut, immer noch. Dann ist hier so ein eleganteres Oberteil, das kennt ihr noch nicht, das habe ich nämlich auch ganz neu, ebenso wie das pinke von vorhin. Das ist auch von Primark und ich finde es immer cool, wenn man bei Primark so eleganteres Zeug findet, weil das ist im Vergleich zu, zum Beispiel, wenn man jetzt sein Zeug bei Only kauft, so dieses elegante Zeug ist ja da immer mega teuer, aber bei Primark eigentlich nicht so und deswegen mag ich das. Und noch so ein, ja, blaues Top, was ich eigentlich auch nie anhabe, aber egal. Also die Seite ist eher so das Zeug, was ich nicht so oft anhabe. Ja, keine Ahnung, weil ich eigentlich eher auf der Seite im Kleiderschrank suche, wenn ich morgens ein Outfit raussuche. Dahinter ist noch ein Bügel, wo ich meine ganzen Kleider drauf habe, also nicht meine ganzen, aber viele davon. Das ist einmal so dieses gestreifte, das kennt ihr sicherlich auch schon. Und dann dieses weiße hier, was ich auch total gerne mag, was ich in meinem letzten Lookbook auch schon anhatte. Dann so ein petrolfarbenes, was ich auch sehr mag, einfach durch die Farbe, die gefällt mir total. Und so ein dunkelrotes, bordeauxrotes. Das hatte ich auch schon in irgendeinem Lookbook an. Also ich habe, wie ihr schon seht, ich habe eigentlich fast alle Klamotten schon mal irgendwo gezeigt. Aber ich hoffe mal, es ist trotzdem interessant für euch. So, das war es eigentlich schon für die zweite Hälfte. Also die ist nicht so
gefüllt wie die erste Hälfte. Also meinte unten ist schon auch nochmal so. Das zeige ich euch jetzt nicht, was da liegt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. So, ich hoffe, ihr fandet das Video interessant, mal so in meinen Kleiderschrank reinzuschauen. Und ich habe noch eine Frage an euch. Und zwar habe ich jetzt in letzter Zeit viele englische Videos gemacht, aber auch ein deutsches. Und das Seltsame ist, dass eigentlich die Hälfte meiner Zuschauer aus Deutschland kommen. Also das kann man ja bei Google Analytics sehen, also bei dieser Analyse von YouTube. Und trotzdem werden irgendwie die Videos, die ich mal auf Deutsch mache, wenn ich schon mal eins auf Deutsch mache, nicht so oft angeschaut. Wollt ihr jetzt, dass ich deutsche Videos produziere oder wollt ihr, dass ich englische Videos produziere? Ich bin etwas verwirrt. Egal, ich mache auf jeden Fall beides gleich gerne, muss ich sagen. Und ja, schreibt mir das einfach mal in die Kommentare, das wäre echt lieb. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Ciao!